Hallo Leute und willkommen zurück auf Minecraft. Jetzt beim kleinen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr eine vollautomatische Brotfarm machen könnt. Wie ihr seht, die ist sehr klein und sehr einfach zu bauen. Und wir haben hier schon genug Brot, also vier, die arbeitet langsam, aber konstant. Und wir brauchen dafür eigentlich nur zwei Villager. Einer muss Farmer sein und der andere kann egal was sein. Ich habe jetzt einfach mal einen Librarian genommen. Und ja, was wir brauchen, ist eigentlich nur das, was wir in meinem Inventar brauchen. Irgendein Block, ein Grasblock. Also ein Hopper, eine Chest, ein Wassereimer, also mehrere, eine Hoe, egal welche, wir haben ja mehrere Hoes, ein Villager-Eye im Creative, einen Zaun und Seeds, die wir brauchen. Und jetzt sehen wir, dass der Villager hier steht, der will jetzt versuchen, den anderen zu füttern. Und wie man ganz kurz gesehen hat, hat er da Brot hingeworfen, was am Ende in der Küche aufgesammelt wird. Und ihr seht, in kurzer Zeit haben wir schon 7 Brote, was schon eine gute Zahl ist. Und ja, dann lass uns mal anfangen. Das geht ganz schnell und ganz effizient. Und wir suchen uns mal eine schöne Stelle, ein bisschen weiter weg. Und hier können wir direkt mal anfangen. Wir fangen damit an, wenn wir mal eine kleine Fläche, zum Beispiel so, die 4 mal breit ist und 8 Blöcke lang, also 4 mal 8, ist eine ideale Stelle. Also das ist das gleiche, was ich da hinten angewendet habe. Und man so eine gute Fläche hat, um zu farmen. Wenn das jemand zu wenig ist, kann man das hier beliebig weiter in alle Richtungen. Aber maximal nur 32 Blöcke, weil sonst der Villager den anderen nicht findet. Und diese Farm ist sehr klein, effizient, sehr leicht zu bauen. Und ihr habt hier gesehen, man kann damit schon was Schönes bekommen. Also wir brauchen hier dann die Chest. Und hier legen wir eine Hopperleitung. Wenn ihr im Survival seid und noch keine so viel Eisen habt, um so viel Hopper zu machen, keine Sorge. Es reicht eigentlich nur einer aus. Also jetzt müssen wir hier Zaun machen. Aber wenn ihr jetzt hier zum Beispiel, ihr könnt ja, wenn ihr nur einen Hopper macht, also einfach so machen. So, das auch noch zu. Also nur einen Hopper oder unter in die Kiste. Und so kann er dann ja nur hier durchwerfen. Und somit eigentlich das egal ist, aber nicht zwar nicht so gut aussieht. Aber der Effekt ist der gleiche. Wir machen das hier mal wieder weg. Und jetzt müssen wir die Seiten zubauen mit Stein. Also, dass der Villager nicht weglaufen kann. Also, das Material ist egal. Ihr könnt jetzt theoretisch hier Glas nehmen. Sandstone, Sand auch. Egal, was ihr braucht. Und ja. So, wenn wir sowas haben, bauen wir nochmal in die Etage drauf. Und das können wir da weg. Und so wäre eigentlich schon das Wichtigste fertig. Wo dann die Villager gleich sein werden. So. Als erstes setzen wir dann hier irgendein Villager hin, egal welchen. Ein Butcher, der ist perfekt. Wichtig, dass hier kein weiterer Farmer ist. Als nächstes gehen wir hier hinten hin und machen die zwei Blöcke weg und füllen die mit Wasser. Und machen hier zu. Suchen dann hier an der Seite einen Block aus. Machen hier Wasser hin. Machen hier Wasser hin und machen dann hier vorne noch einmal Wasser hin. Und einmal hier vorne auch noch Wasser hin. Somit, dass das ganze Feld schön bewässert ist. Und es keine Probleme geben kann. So, jetzt machen wir alles hier mal einmal. So. Die Hoe ist egal. Jetzt habe ich Diamant genommen. Einfach so, weil ich das kann. Aber es geht auch mit Holz, Eisen, Gold. Was man eben will. Und so, wenn man das schöne Feld hat, geht dann los. Dann müssen wir einen Villager finden, der Farmer ist. Und ich schlage vor, damit es schneller geht, wenn ihr es im Creative macht. Ihr gebt euch diesen Effekt. Effekt der Minecraft. Minecraft Strength. 255, 255. Damit bekommt ihr Stärke. Für 3 Minuten ungefähr. Ne, für 4 Minuten. Und somit, wer ihr ihn sucht, so, ist er ein Fletcher? Nein, Kill. Und so weiter. Ist das einer? Ja, ein Farmer. Hatten wir Glück, dass es schnell ging. Und ihr dürft ihn nicht mit Command setzen, weil das einige Leute jetzt sagen würde, setze ihn doch einfach mit Command. Ja, könnte man machen. Das Problem, der würde nicht arbeiten, weil das kein Natureller wäre. Und somit machen wir weiter. Dann setzen wir hier einfach Seeds hin. Und warten einfach ab, dass er was macht, der Villager hier. Und jetzt müssen wir warten, dass es etwas wächst. Da ist schon angefangen. Und ich kann ja mal etwas Bone Meal nehmen. Damit es ein bisschen beschleunigen. Eigentlich ist jetzt die Farm fertig. Die hat jetzt von allein sich weiter. Aber wenn ihr es mal ein bisschen beschleunigen wollt, damit ich euch zeigen kann, macht ihr ein bisschen Bone Meal hin. Damit es ein bisschen wächst. So. Und gleich nach kurzer Zeit wird er anfangen zu arbeiten. Also ich setze noch einmal hier so durch. Flieg hoch und ja. Da ist der Villager, der nichts macht. Jetzt warten wir kurz. Und gleich wieder anfangen zu arbeiten. Braucht er kurz. Er braucht ein Momentchen, dass er aktiv wird. Und ja.
Ja, jetzt müssen wir warten. Also jetzt müssen wir warten, dass er anfängt zu arbeiten. Und da haben wir gesehen, dass er den ersten Block abgebaut hat. Und sobald er abbaut, setzt er immer wieder sofort Samen hin. Wie ihr gerade gesehen habt, dass es immer Seeds gibt, die nachwachsen. Und somit einen konstanten, also das immer konstant wächst. Und sobald er jetzt genug Weizen gefarmt hat, wird er dann hier anfangen, dem Kumpel hier Essen abzugeben. Womit er das Brot, und der versuchen wird, das Brot hier rüber zu werfen, schafft das nicht, dass er hier der Zaun ist. Und das ist alles, ich zeig's mal, ich versuche mal hier was reinzuwerfen. Das fällt alles am Zaun vorbei, fällt in die Hopper rein und das rutscht alles schön in die Kiste. Aber ich will nichts anfassen, ich lasse das mal so und wir werden sehen, dass es in wenigen Sekunden, wenn er genug gesammelt hat, wird ich jetzt mal einen anderen nehmen, damit man das besser so anweisen. So kann man das noch, da kann man das weniger verwechseln. Warten wir einfach, wir helfen ihm ein bisschen nach, dass es schneller wächst ein bisschen, damit er was zu tun hat. Und sobald er dann genug gefarmt hat, macht er dann die Arbeit fertig und wirft dann das ganze Brot zu dem Villager, was wir aufsammeln und dann zu unserem Lager bringen können oder per Hand einsammeln können. Essen ist ja eine sehr wichtige Sache im Survival, die braucht man immer. Und so eine Farm ist, wie ihr schon gesehen habt, sehr leicht zu bauen. Und wenn ihr in der Nähe ein Dorf gefunden habt, kann man das einfach mit dem Boot sehr leicht die Villager transportieren. Und man so überhaupt keine Probleme hat dafür. Wir warten einfach, dass er mal. Wir helfen ihm mal, das abzubauen hier. Und das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Und da setzen wir einmal Seeds hin. Ne, jetzt habe ich das kaputt gemacht. So, einmal Seeds hin. Und wenn er sieht, dass er nichts mehr hat, dann wirft er gleich dem zu. Wenn er nicht zu faul ist und in die Ecke läuft. Geh weg. Komm. Los, arbeiten. Liegt daran, manchmal arbeitet, manchmal nicht, aber die Farm funktioniert immer. Die einzige Bedingung, dass es sein könnte, dass es nicht läuft, ihr müsst in der Game Rule, wie ich gerade schreibe, in der Game Rule überprüfen, ob die Do Mob. Nee, wie heißt das nochmal? Ja. Mob Briefing heißt das, Zerg. Muss das an sein, wenn es wie bei mir auf True. Das ist zum Beispiel, dass wenn ein Creeper explodiert, wenn es auf False ist, dass nichts passiert. Oder also, dass Mobs nicht die Welt verändern können. Somit der Villager es nicht abbauen könnte. Aber es muss auf True sein und dann baut er ab. Und wir sehen, das baut er sofort ab. Und wer daneben steht, werden wir gleich sehen. Die gucken sich gleich jetzt an. Und da haben wir gesehen, hat er kurz Brot hingeworfen. Und wir gucken mal in die Kiste. Und wir haben 4 Brot und ein Weizen, was gerade reingedrückt ist. Und das wird so konstant weiterarbeiten. Und diese Farm kann in einer Stunde, habe ich überprüft, kann sie 2 Stack Brot erzeugen, ganz locker. Also ohne Probleme. Mit der Größe, die ich jetzt gezeigt habe. Und wir können ja mal bei der anderen Farm zeigen, die ich da hinten euch vorher gezeigt habe, wie die weit gegangen ist. Da stehen die jetzt gerade, dass wir schon mal 15 Brot gemacht haben in 6 Minuten, wo jetzt wir geguckt haben. Und hier ist schon viel Zeug und damit kann man schon was anfangen. Und ich hoffe, das kleine Tutorial hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ihr könnt ja ein Abo lassen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Und ja, ihr habt den Discord-Server unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und meine Website und alles andere. Ihr könnt ja gerne spenden, was ich mehr machen soll. Dann kann ich weitermachen und dann sehe ich, dass ich weitermachen soll. Einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und ihr könnt natürlich Ideen für weitere Tutorials unten in den Kommentaren hinterlassen. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis bald und tschüss.